Heute gibt es Kartoffel-Hackfleisch-Taler. Super lecker und so geht's. Du kochst einmal Kartoffeln in Salzwasser und in der Zwischenzeit einmal Zwiebel in feine Würfel schneiden. In einer Pfanne brätst du Hackfleisch an, kannst das Öl gleich weglassen, dann etwas Tomatenmark zugeben mit Salz und mit Pfefferwürzen, dann die Zwiebelwürfel dazugeben und noch etwas Knoblauch. Das Hackfleisch gut zerkleinern und zur Seite stellen. Die gekochten Kartoffeln gibst du in eine Schüssel, würzt die kräftig mit Salz, Pfeffer und etwas Majoran. Und dann habe ich die Kartoffeln mit einer Gabel zerkleinert und erstmal abkühlen lassen. Jetzt habe ich Speisestärke zu den Kartoffeln gegeben und die einmal richtig gut vermengt zu einem Teig. Und jetzt den Teig einmal in der Hand so flach drücken, dann mit Käse und mit unserer Hackmischung füllen. Und am besten funktioniert es, wenn du jetzt erstmal die Seiten nach oben klappst und auf die Oberseite noch etwas Kartoffelmasse gibst und das Ganze jetzt zusammendrückst, so ein bisschen, dass da ein schöner geschlossener Kartoffeltaler entsteht. So sieht's aus. Hier sind unsere 4 Stück und jetzt in einer Pfanne eine gute Portion Öl erhitzen, ungefähr so 1 cm hoch, die Kartoffeltaler hineingeben. Und von beiden Seiten einige Minuten goldbraun braten. Jetzt nochmal kurz auf ein Küchenpapier geben und es mal anschneiden. Schau mal hier, lecker schmecken lassen.